Hallo meine Freunde, willkommen zurück in der Planet Crafter. Heute bauen wir sich die ultimative Erze-Farmstation. Ich habe vor. T3 Ore Extractor, nämlich so viele, dass für jede Ressource einer steht und dann noch kleine Cluster aus 6, die was herstellen können. So, nochmal ein Stärkungstrunk. Keine Sorge, ist Wasser. Und gehen wir es an. So, also wir brauchen jetzt massiv natürlich die Stäbe. Das ist ja nicht das große Problem. Das habe ich, glaube ich, sogar einiges davon. Ich muss nur ein paar von denen auch mitnehmen. Nehmen wir 3. Warum ich so einen komischen Dünger mit mir rumschleppe, weiß ich jetzt gerade nicht. Moment mal. Praktisch wäre aber auch, wenn... Ich brauche ein bisschen Essen mit, weil mir geht ständig das Futter aus. Das ist langsam ein bisschen nervend. Es wird auch der Strom ausfallen, es wird alles kacke schief gehen am Anfang, das ist schon mal fix. Das ist einmal so sicher wie Samen im Gebet. Was aber nicht heißt, dass man das hier nichts auf die Reihe bringt. So. Kann man dich jetzt schon mitnehmen? Na, du? Ja. Noch mal so ein grünes Teil? Nee. Nehmen wir das mit, so. Bringt den Combo nämlich witzigerweise mehr. Ich meine, nicht witzigerweise, ist klar. So eine typische... Nein, nicht. So, jetzt habe ich mal lange überlegt, wo baue ich den Schatz hin? Bin die ganze Map abgerannt, wo einmal ein bisschen eine Optik im Hintergrund ist und die Ebene etwas gerade. Ich kann es mir da kurz mal schauen gehen. Das lasse ich nämlich anhand meines abnormal großen Turms da irgendwie feststellen. Den ich mir jetzt wirklich wünschen würde, dass es Physik in dem Spiel gibt, ich unten eins abreiße und der ganze Turm runterkommt. Geht aber nicht. Und jetzt werden wir kurz mal nach oben tuckern. Ein bisschen höher. Ach Gott, na. Ja, da habe ich doppelsteinig gebaut. Ist da links jetzt. Da war ich noch der Meinung, ich kriege ein Höhenlimit, aber bei 5.000, 6.000 habe ich dann aufgehört. Das Video ist online. Wenn es wer sehen will, da sieht man schon den Boden nicht mehr. So, jetzt hier bin ich. Also, zuerst wollte ich hier bauen. Da war aber das Problem, dass für diese kleinen Steine, die hier sitzen, da liegen urviel mehr. Die verhindern große Flächen und Reihen. Da ist man zu deprimiert. Da sind zu viele Steine. Da hinten ist ein bisschen wogelt mit Wasser. Das ist nicht so für gute Reihen geeignet. Das ist irgendwie langweilig, die Optik. Da oben weiß ich nicht, ob es geht. Da unten kommt man sich so talmäßig vor. Da ist immer ein bisschen das Wrack im Weg. Also, es wirkt so hinter der Mauer. Da, das mache ich jetzt auch nicht so. Wenn ich dahinter gehe, da weiß ich nicht, ob die Karte noch erweitert wird. Ob ein Update da und die Ebenen da irgendwas kommt da sicher noch. Das ist dann alles platt, wenn ich das da mache. Beim da hinten ist alles wasserig. Da davor geht es dann schräg rauf. Das ist nicht so... Ja, würde irgendwo gehen davor, aber es ist nicht so toll. Die Optik wäre gut. Da ist es immer finster, das wäre so deprimierend. Ich bin ja ein fröhlicher Mensch, meistens. Und da ist so die Grube. Da ist Nebel überall. Und bleibt mir, da oben ist Buglert. Also irgendwie kacke, so gerade kriegt man nicht wirklich wo raus. Deswegen habe ich mich so einen Lieblingsbauplatz von vielen Let's Plays schon und vielen Spielern allgemein. Da bei dem Sand, mich für den Sand entschieden. Ich will da nicht runter, ich will nach vorne, nach vorne, nach vorne. Jawohl. Geht das jetzt wirklich? Die Richtung. Bleib mal über dem. Ich abstürze das jetzt. Das war schon immer das Coole, wenn man so hoch ist, irgendwann hört er zum Fallen. Er hört nicht immer, wenn man irgendwann ist so. So wie jetzt, dann geht es halt geradeaus. Man darf, wenn ich jetzt runterschaue, ist vorbei und wenn ich mal drüber fahre auch. Das ist dann so außerhalb. Ich glaube, da weiß er gar nicht, wo der Boden ist und dann lasst er dich einfach fliegen. Ist ja wurscht, weil ich habe eh einen Teleporter. Hier! Ich muss dazu sagen, die Kisten da. Da habe ich sicher Monate schon nicht reingeschaut. Oh. Das ist neu, weil das ist sicher. Das gibt es ja noch, glaube ich jetzt nicht ewig. Jo, jetzt wurscht. Also, ich habe hier meinen Teleporter mal stehen und dann habe ich mir gedacht, hier kann man ja direkt da mitten rein, da machen wir so eine 6 und 6er Reihe. Es gibt 12 Ressourcen zum Abbauen und habe auch schon ein Teil daher verfrachtet.
dass ich jetzt nicht ins Inventar kriege. Ich wollte es euch nur zeigen. Also hier werden wir das bauen. So 6 und 6 dazwischen eine Steinreihe. Ich hoffe, das funktioniert. Das wäre dann ungefähr so. Die Steinreihe ist auch für Kästen dann geeignet, glaube ich. So, fangen wir nicht ganz so weit da drüben an. Eher so ein bisschen erhöht. So, hier. Ja, das schaut gut aus. So, wie ist das immer? Okay. Achso, ja, jetzt sind wir genau bei dem. Müssen wir da irgendwie schauen, ob wir das alles dahin bringen. So, wie ist das gegangen? Mit Shift klicken oder wie ist das geblieben? Na, Steuerung war das, glaube ich. Ja, mit Steuerung geht's. Aber es ist da eh hinfällig, weil überall das Klumpert im Weg ist. Wie gesagt, ich werde mich da ein bisschen rumspielen. Ich werde auch die Raketenabschlussrampen dann darüber machen, glaube ich. Den Wald nehmen wir einfach als Wald nutzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt wäre halt die Frage. Haben wir jetzt genug Platz? Mittel. Man braucht 6 Teile, wenn ich das abpresse. 6 Teile. 1, 2, 3. Hey, jetzt geht sich aus. Oh, fuck. Jetzt baut der schon ab. Na gut, Gott sei Dank. So, mitnehmen. So, werden wir jetzt schauen. Da werden da auch jetzt Scheinwerfer werden das jetzt wirklich schön machen wollen. So, jetzt ist die Frage: Bringe ich das jetzt überall daran? Nö. Ich kann nicht so weit in die Erde stopfen. Das ist jetzt blöd. Du musst. Also, geht jetzt. Haha! Und jetzt? Scheiße. Ja, seht ihr, das ist jetzt ein bisschen das Rumgespiele. Das kommt jetzt nicht dabei. Wenn wir mal ein bisschen in die Höhe gehen. Was sind das Niedrigste, was ich da hinbringe? So gehört es eigentlich, weil da unten dann, man sieht dann da unten, wo ist man so? Ja, so, machen wir das mal weg. So, jetzt müssen wir einen so einen Teil raus, braucht ja keiner. Ja, aber immer mal so. Geht auch noch, schaut auch noch halbwegs nach was gleich. So, bauen wir das ab mal. Einmal. Nein, eins drüber, nicht da, nicht die Seite, du Sack! Ach Gott. Gut. So. Haben wir noch 1, 2, 3, 4. Fünf? Theoretisch reichen ja 5 und ein Stirn seitlich vorne. Jetzt wäre mal die Frage, was für eine Range, was kriege ich mit dem hin? Jetzt wäre Osmium dafür, die müsste ich mir jetzt holen. Ja, prinzipiell wollte ich es mal so aufstellen. Wir werden jetzt mal probieren. Ich hole jetzt mal 6 solche. Was haben wir denn dazu? 1, 2, 3, 4, 5. Dann machen wir 6 das noch hin. Ich weiß aber noch nicht genau, was jetzt die beste Art und Weise wäre. Aber ich weiß, was ich jetzt brauche. Nämlich, ich muss so Ohr-X. Das heißt jetzt nicht X-Ohr-Ding, obwohl es so, sich so anhört. Das ist eigentlich für Ohr-Extractor gemeint gewesen. So, brauchen wir die. Ja, genau. Das ist jetzt mein Problem, dass ich das ganze Zeug dann nichts los wird. Da habe ich jetzt schon mehr als genug abbauen lassen. Wobei auch die Frage wäre, ob es sich mit 3612 ausgeht. Das wäre auch eh. Uns kommt darauf an, wie es mit dem. Wir werden es rausfinden. So, wir können ja mal schauen. Das Ding, Gott sei Dank zeigt das Ding an, was man in der Nähe hat. Das sieht man ja. Okay. Das ist teilweise wirklich nicht lauernd. So. Ja,
Dürfte eigentlich jetzt natürlich, ich glaube nicht, dass da jetzt irgendwo Problem geben wird. Und dann werden wir jetzt kurz zurückgehen. Holen sich zweimal das da. Fuck, der hat den gerade umgewandelt. Den. Scheiße. Oh. Vier, sechs, acht, zehn. Passt. Reicht wieder für drei. Jetzt kann man schon wunderbar rumporten. Jetzt dadurch, dass man die Dinger jetzt ja wesentlich leibender rauskriegt aus dem Ganzen, ist das schon cool. Man könnte wirklich überall welche aufstellen. Aber jetzt nicht. Sag ich gleich. So, mich würde nämlich interessieren. Wie weit geht die Range jetzt? Das wäre ja, wenn ich da 6 habe. 1, 2, 3 wäre da die Mitte. Hier, da wird jetzt dann gar nichts rankommen, vermute ich mal. 1, 2, 3, 4. Ey, der kommt dann alle ran. Nicht wahr, oder? Ernsthaft? Warte mal. Also, das hätte ich jetzt nicht geglaubt. Der auch noch? Der kommt dann alle ran. Der ist doch. Naja, berührt es noch mit dem äußeren Ring. Ja, Leute, das passt doch. Dann werden wir mal hier. Das weiß ich zwar nicht, wie wir das genau dann machen. Aber hier mal so ein Teil aufstellen. Machen wir mal so. So. Ich bock das nicht, das geht wirklich. Bock nicht. Welche, wie stehst du? Falsch. Strom aus! Licht aus! Geht der Teleport ohne Strom? Das ist ja das Coole, dass die Geräte eigentlich funktionieren. Eigentlich ist es ja nur finster und diese Terraforming geht nicht weiter. Aber die Geräte funktionieren ja alle. Das ist ja das Coole. So, viermal und fünfmal. Was haben wir da jetzt? Jetzt wird's lustig. Zieh ich in die. Also. Haha. Vier, fünf. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, das sollte mir reichen, stellen wir das mal auf und dann, ich stelle das mal aufs Dach, da stört es mich am wenigsten und schaut cool aus von der Weite. Ja, da fehlen noch viermal das. Da muss ich sagen, hat sich dieser Zerstörer, da hat sich da absolut bewährt. Ich hätte am Anfang, ich habe den nie braucht. Echt, ich habe mir gedacht, ja, scheiß drauf, braucht ja keiner. Wirklich, ich habe den nie braucht. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich getäuscht. Ja, ich gebe es zu, ich habe mich völlig getäuscht. Das Ding ist cool. Vor allem, wenn dann so random Sachen kommen, wie man soll, wie diese aberwitzigen, ja, nicht runterfallen. Raupen, die was auch mit das und mit das rauskommt, das ist schon, da muss ich sagen, da hat sich das schon ausgezahlt. So, was brauche ich mit? Schaut gut aus. Du hast da noch nicht wirklich was Sinnvolles gemacht, gell? Nee. Ups, falsch. Oder? Ja. Müssen wir zwar gleich wieder weg, aber. Warum gehst du das nicht her? Willst du mich jetzt verarschen? Oder willst du mich jetzt ver.
Bitte sag, dass du schuld warst. Bitte. Nicht jetzt. Nicht böse. Nicht blöd sein, komm. Mich würde interessieren, wie viel höher man oder tiefer man mit diesem komischen Castle kann. Ich habe nur geschaut, die Höhe von meiner Base geht nicht. Wenn ich da am Boden den Teleport, den Ding hinstelle, funkt nichts mehr. Das weiß ich. So, ich kann genau eine 1 aufstellen. Aber dank diesem Teil geht's ja eh schnell. So. Komm schon. Warum? Warum? Warum tust du mir das jetzt an? Oh. Ja, was? Geh weg. Ja! Puh. Das war ja 5 so Stäbe. Platz habe ich auch nicht mehr wetten dafür. So. Also wenn ich viel glaubt hätte, dass sich das ausgeht, nicht. So, jetzt schauen wir nochmal nach. Wir haben ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Ore Extractor. Perfekt, wirklich. So, das werden wir genau bei aufstellen, dass wir mal schon dabei sind. Von dem haben wir noch genug. 2, 5, ja 5 reichen mal. 5. Weil von 10 Osmium. Eigentlich bin ich ja doof. Ich könnte das ja schon lange herstellen. Fördern lassen. Das Osmium. Aber okay. Auch ich darf doof sein. Andere macht das Recht dazu. Oft. Zumindest kommt es mir so vor, wenn viele manchmal das Recht dazu haben. Oder glauben es halt. So. Immer. Din, 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 din. Ja, die Würmer sind auch schon da. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, ja. Das ist gerade unvorstellbar schön. Ich könnte weinen, das geht sich aus. Das meine ich ernst. Das könnte man theoretisch sogar noch eins daher bauen, dass wir da wirklich Maximum haben. Aber das machen wir nicht gleich. Das werden wir schauen. Das wäre, wenn es nicht notwendig ist, weil man da viel zu viel dann schaut, das schaut auch nichts gleich. Man muss es schon ein bisschen stilisch machen. Also wir wollen das jetzt ja mit Stil. Nein, nicht den Stil, der Ende vom Besenstiel ist. Oder der Besenstiel. So, zack. Genau so und nicht anders. Da kann man jetzt alles einstellen. So, pass auf, dann fangen wir mal an. Das wäre blöd, wenn das jetzt leer rennt alles, ne? Aluminium. Das. Das rote. Stahl. Magnesium. Osmium. Das komische Teil. Silizium, Schwefel, Titan, Iridium, glaube ich, nee, Uran und Zeolit. Naja. Die Scheiße, da kann auf alles zugreifen, wirklich. 4,
6, 8, 10, 11, 12, ja, ja wirklich, ja, es ist wunderschön, wirklich, es ist wunderschön. Ich kann euch das gar nicht sagen, wie geil ich das gerade finde. Interessant wäre nur, ob ich das gegenüber, was ich noch so ein Osmium, wenn nicht, muss ich das Ganze verschieben, was ein bisschen anstrengend jetzt wäre, aber und nichts ist uns so anstrengend, außer die anstrengenden Sachen. Hä? Falsch. Or alt. Zwei reichen mal. Ich meine, auf Dauer nicht, aber jetzt mal. Ich habe gerade wieder was im Kopf. Im Kopf. Schon wieder was ausbrütet. Ich glaube aber, das wird, so wie ich es jetzt gerade will, nicht funktionieren. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Glaube ich jetzt nicht, warte mal. Ja, aber ich würde das da gerne ranstellen, so. So direkt daran, so. Scheiße, geht nicht. Okay, ich habe jetzt eine Weile lang rumprobiert, rumtan, es bleibt mal bei dem Ding. Ich habe wirklich ewig rumprobiert, ich komme auf keinen grünen Zweig, wie ich die Base da mit Lager und Stauraum am besten wohin machen kann. Kommt da gerade auf nichts, leider. Das heißt, wir werden das jetzt mal so lassen. Mal kurz mal was trinken, mal was essen und dann bauen wir das fertig. Der Part wird ein bisschen länger wieder als normale, als die halbe Stunde, was ich anpeile, weil das ist so Bauparts. Vielleicht kann ich es auch ein bisschen zusammenschneiden, aber ich glaube, das wird ein bisschen, nimmt ein bisschen mehr gerade in Anspruch. Ich habe mir die ganze Zeit überlegt, wo mache ich die Lager hin? Die Lager, Lager, Lager. Und ich habe es nicht, ich wollte es wunderschön machen. Die Gebäudeteile haben aber wiederum andere Breite als die Bohrer. Jetzt kriegt man nicht überall davor was hin, da am Boden rein kriege ich keine Platte, dass ich einen Schrank hinstellen kann. Jetzt habe ich die da mittig gestellt und werde die Kästen so direkt hinter die Bohrer stellen, einfach so hier. Das schaut aber auch wieder irgendwie Arsch aus, ehrlich gesagt. Da wo wir es halt dahinter stellen könnten, nämlich hier. Dann bräuchte man da noch einen Stein mehr. Warte mal. Sieht das sowas? Ja, aber eigentlich, wie geht es ja gerade um die Kasten? Wo stelle ich den Kasten hin? Ne? Man kann die ja hier. Man kann die ja nicht irgendwo da reinstellen. Das ist ja das Blöde, weil das nicht geht. Sonst hätte ich ja eh schon Platz dafür. Weiter auseinander geht nicht, weil sonst die Crafter nicht mehr rankommen. Der Rest schaut Arsch aus. Und ich will das ja optisch auch schön machen. Das heißt, wir werden das anders machen. Wir werden hier machen das jetzt mal fertig. So. So. Das tun wir wieder weg. Beziehungsweise machen es niedriger, machen es wieder hin, schauen wir mal. So, also theoretisch, craften kann ich von hier aus mal alles. Das ist schon mal recht geil. Was haben wir hier drin? Aluminium. Ja, dann machen wir hier das wieder. Und diesmal lasse ich es auch rennen. Was? Eisen. Und Magnesium. Ja. Silizium, ja, Osmium, Silizium, Schwefel, Titan und die Zeolith sind hier, die habe ich wieder weggemacht. So, ja, also so soll es mal laufen. So, jetzt werden wir hier mal schauen, gibt es noch die Scheinwerfer, wenn man sich Magnesium woraus fischen. Das ist ja das Schöne, wenn man das jetzt, wenn man das da oben sieht. Was will ich denn herstellen? So, muss ich zwei raus.
Frage ist, was beleuchten wir? Wir könnten da ja theoretisch auch die Maschinen beleuchten. Aber das kann ich sagen. Eher so ein Spalier. Machen wir da so ein Spalier hin. Magnesium. Das ist ja das Schöne, jetzt weiß ich ja, wo ich es alles herkriege. Jetzt ist ja easy. So. So. Die auch schon fast ein bisschen dreht gehörten. Schaut ja schon gut aus, aber theoretisch kann ich jetzt wirklich fast alles herstellen. Es ist eigentlich wurscht, was ich dazu aussuche. Ich meine, fast alles ist relativ, die können von dem, was, wo man die normalen Mats dafür braucht, sagen wir so. Das sieht wieder kein Arsch. Gehen die Triebwerke auch? Fehlt ein Mats, das sehe ich jetzt nicht, weil das aus dem Bild rausrutscht. Der Iridiumstab. Der Iridiumstab fehlt. Ja, gut. Schaut aber soweit schon mal recht cool aus, ne? Also das ist mal eine wunderschöne zusammenbaut, wo man eigentlich alles, alle 12 Materialien abbauen und gleichzeitig halt gleich verarbeiten können. Das ist recht cool. Wie gesagt, mir fehlt ein Stauraum. Ich hätte gerne einen Stauraum noch gehabt, aber ich kann mich auf keine Methodik einigen, die, wo ich sage, das nehme ich als Stauraum. Wobei ich glaube, hier das wegnehmen wird. So. So, hier wieder. Mal in die Ecke da. Das da reinschauen. So. Schaut jetzt zu mir, so. Ist auch sehr schön. Schaut cool aus. Da werden wir mal hier. Auf jeden Fall mal den Teleporter noch hinmachen. Den will ich schon noch gerne da drüben haben. So. Wo ist er? Da. Teleporter hierher. Wieder. New. Hoppala. New Ore. Heißt du, mein Freund, und wir gehen da schon raus und können herstellen. Ja, das schaut ja schon mal nicht schlecht aus, oder? Schaut gut aus, oder? Schon. Ich überlege mir noch, wie, was ich irgendwo machen könnte, zwecks, Lagerraum. Eine meiner ursprünglichen Ideen war ja, dass ich da drüber, das weiß ich aber nicht, ob ich das machen soll, dass ich das hier nehme. Da fehlt mir jetzt wieder die Mats. Meine Fresse. Das war so klar, dass ich genau das Schild erwischt. Das war wirklich klar. Dass ich zum Beispiel genau da drüber sowas schweben lasse und da einen Lagerraum reinmache. Mit urviele Kisten. Das schaut aber irgendwie so extremely überfüllt aus dann. Daher habe ich mir gedacht, lasse ich das. Man könnte von hier aus natürlich so sagen, man macht hier eine Treppe rauf, höher. Das wäre auch eine Möglichkeit, dass man dann eine Treppe mit einem kleinen Lagerraum rauf macht. Geh weg. Komm, wir fangen schon wieder von vorne an. Nochmal. Ich stelle jetzt nur mein Professorium hier ab. So, bleib mal da. Wie sind die? Da gehen wir so am blödesten. So. Ja, das schaut eigentlich gar nicht schlecht aus.
dann müsste man jetzt eigentlich mit dem Klumpert hier. So. Ich baue jetzt mal so eine Baudingsel da. Und man weiß, wo ich hin muss mit allem. So. Das reicht nämlich schon. Ja, ja, das ist mal klar. Das ist wieder weg. So. Jetzt wird es dann noch massiver, als ich ursprünglich gedacht habe. So, kommt man da daher. Dann darauf und hier könnte man die Lagerräume machen. Aber diesmal ein bisschen schöner, also ich brauche 12. Ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Ich hätte 12 im 1, 2, 3. Ja, passt, da kriege ich genau 6 hin. Ich will nämlich gar nicht, ich will das jetzt nicht so extrem jetzt machen. Eigentlich, das ist, ich könnte hier 12 hin machen, da auch, da den Teleporter und habe ich genau von jeder Seite was zu tun. Jetzt langsam wäre natürlich die Möglichkeit. So Leute, da funktionierend nicht ausreichend ist, habe ich das jetzt nach unten gesetzt wieder, weil es mir nicht gefallen hat. Ich war einfach nicht zufrieden und habe das gemacht. Tada! Ich habe jetzt überlegt, wo bringe ich hier Kisten hin für eventuelle Sachen. Ich erkläre euch mal kurz mal meinen Gedankengang, weil das wurde mir schon mal gesagt, das ist gut, wenn ich das mache, weil man dann weiß, warum ich was mache. Ja? Schaut jetzt ungefähr so aus. Das Ganze. Hier. Hier, wenn ich hierher gehe und was bauen will, da gibt es ja auch Sachen, da brauche ich wie die, weiß nicht, irgendwas, das hier, Algen und Wasser. Oder irgendwas, die Iridiumstäbe. So, jetzt brauche ich die Iridiumstäbe zusammen, gut, das lasse ich noch hinmachen. Auf jeden Fall muss ich es dann vielleicht irgendwo was dazugeben. Wenn ich zum Beispiel, wo war denn das? Fuck you. Da, wenn ich zum Beispiel die bauen will, brauche ich diese Methankartuschen. Wo kriegen die da rein? Leck, wo kriege ich Methankartuschen rein? Dann hole ich mir die und baue die ganz einfach und schmeiße die. Ich könnte auch so ein Herstellteil bauen, aber das ist dadurch, dass das Ding immer wieder auch, leider, immer wieder auch Ding herstellt. Na? Was? Immer wieder Sauerstoff herstellt, füllt sich das irgendwo voll. Ich denke kein Methan mehr her, das ist nutzlos. Weil dann müsste irgendwie das mehr Sauerstoff da rauskommen. Jetzt ist es hier. Jetzt haben wir gedacht, gut, dann machen wir so. Dann kann man hier raufgehen und einfach da oben hier was in die Kisten füllen. Ich habe jetzt geschaut, wir erreichen von der Reichweite her den Kasten locker. Ich weiß jetzt nicht, ob er hier auch noch erreicht werden würde. Das werden wir gleich rausfinden. Ja, ist er auch noch. Das heißt, wir könnten hier oben das so lassen. Ich werde das übrigens so lassen. Ihr seht, ich kann auch so rein. Das ist das Coole an der Sache. Das heißt, ich werde das hier. Ich weiß nicht, ob ich die. Ich lasse mal die Leitern da. Aber ich denke nicht, dass ich das auf Dauer brauchen werde. Also, glaube ich jetzt nicht. Ja, genau. Das kann jetzt schon alles mit, weil das hat sich schon gefehlt. So. Bin mir jetzt nicht sicher, wie viele von diesen Kästen ich lassen werde. Theoretisch reicht auch weniger, aber ich zeige euch mal so, wie ich es mir jetzt ungefähr in meinem Köpfchen vorgestellt habe. Das ist jetzt ein bisschen zu weit drüben, das will ich nicht. Eigentlich hätte ich das gern hier gehabt. Wo steckt denn die an? Ah, hier, okay. Naja, es muss nochmal weg. Das Ende fängt ziemlich hier an, so werden wir das ja auch machen. Sinken wir gleich auf den zweit vorne. Das ist ein bisschen Arsch zum Ausrichten, jetzt sage ich euch. Das ist wirklich geschissen. So ungefähr.
Zügel zu weit hinten. Ah, ich drehe am Rad. Ernsthaft, ich drehe am Rad. Ich sag's euch ehrlich, aber ich glaube, so viel brauche ich. So viel Stauraum darum brauche ich ja gar nicht. Mach mal eine schwebende Glaskuppel dahin. Das muss eigentlich reichen. Ah. Ich muss ja ehrlich sagen, ehrlich, das ist mittig von dem Ding ungefähr und das auch, also. Ja, Ötzl. Die österreichische Maßeinheit, ah, Ötzl. Vielleicht wäre dann gegangen, aber. Also habe ich genug, jetzt brauche ich das andere. Wo war das? Ja, ich brauche definitiv noch ein Licht. Ah, hier. Ich werde mir noch ein paar andere Konstruktionen einfallen lassen, Leute, auf jeden Fall. Aber um das Ganze hier mal jetzt zu einem Abschluss zu bringen. Wieso falle ich eigentlich immer durch den Boden, wenn ich das mache? Ha! Geht auch mit der Decke. Ernsthaft. Muss nur das eine Titan. Ja! Wie gerufen, wie wenn das so geplant wird, das als Abschluss. So, Leute, so würde ich das jetzt mal bauen. Als ehrlich relativ schön. Das hier würde ich jetzt wieder zusammenkürzen, muss ich sagen. Ich habe das jetzt ein bisschen übertrieben. Würde ich jetzt wieder zusammenkürzen. Ich habe noch Platz im Moment da. Wie viel Platz habe ich noch? Genug? Ja. Also wie wenn's berechnet wäre. Echt wie wenn's berechnet wäre. Zack. Ja. War denn das was? So werden wir es lassen. So schaut es jetzt, finde ich, gut aus. Wenn wir nochmal das Licht hier ein bisschen reinholen mehr. Hoppala, war ich da, so. So, geschafft. Jetzt können wir theoretisch zurückgehen. Die alte Base, holen uns Methan. Wir könnten das da oben einfüllen. Dann kommen wir wieder zurück, so. Schwuppdiwupp, muss ich noch umbenennen, den Teleporter zum nächsten Mal. Dann können wir hier in die Kästen, die nicht hier sind gerade, das einfüllen. Machen wir mal so. So. Einmal. So, nicht die optisch größte Errungenschaft jetzt, aber ich finde eigentlich, dass das eigentlich jetzt recht hübsch geworden ist. So. Und beide hier berühren die Kästen. Wir können da oben reinschmeißen, was wir wollen. Wir können das erweitern nach links, rechts mit Kammern dran, mit mehr Kästen. Haben wir praktisch viel Stauraum rundum und können, somit können wir da wirklich jetzt Kleinigkeiten einfach herstellen lassen. Fangen wir hier an mal, schau. Machen wir mal das. Müsste ja übrigens das einmal gehen. Und dann, ja, Uranstab. Und kurz was trinken. Da bin ich schneller trinken als bei der Base nämlich. Jetzt ist schon, der baut das, hat jetzt die Uranstäbe gebaut. Und jetzt könnte ich theoretisch dem hier sagen. Der was, das, theoretisch müsste das jetzt, glaube ich, gehen. Schauen wir mal. Ja. Das geht deswegen, weil der hier Uran baut. So kann man es mit zwei nämlich ein bisschen weitermachen. Man kann hier noch ein paar daneben stellen, das geht sich aus. Dann kann der baut Uranstab, der baut das Triebwerk. Und der dritte kann dann wieder das andere bauen. Das ist so eine Kette. Die werden wir noch geschwind aufbauen, dass man sieht, worum es geht. Das sind dann die, wir haben gesagt, die ersten Ansätze der Automatisierung.
Nehmen wir mit. Nein, lassen wir noch der. Einen brauchen wir da noch, bevor, bis wir das alles abreißen dann. So, den können wir nämlich jetzt daneben stellen. So. Müssen wir aber ein Stück ausweichen jetzt, eh klar. Nein, müssen wir nicht. Wir können auch weiter reinrutschen, aber das mache ich nicht. Ich stelle ihn jetzt mal da hier, weil es wurscht ist. In dem Fall ist es wirklich egal, so. Weil der wäre nur für die zwei geeignet, da ist es wirklich wurscht. So, was brauchen wir? Was hätten wir da als Beispiel? Gibt es da ein Beispielprodukt, was wir machen können? Nicht wirklich wahrscheinlich, ne? Jetzt habe ich nicht mal ein Beispielprodukt dafür. Ich bin bei der Batterien, die braucht keiner. Ja, ihr wisst, was ich meine. Theoretisch kann man das machen, wer weiß, was da noch kommt. Der dritte ist jetzt halt ein bisschen Overkill hier. Aber prinzipiell holt sich der die Iridiumstäbe von dem. Und wenn der kriegt wieder einen Iridiumstab, der holt sich den Iridiumstab und macht ein Triebwerk. Damit können wir theoretische Triebwerke basteln lassen. Was ich ehrlich gesagt jetzt auch machen werde, weil zwecks Raketen das ja relativ lauernd ist. Der hier, 1, 2, 4, 6, 8, 10, erreicht nicht mehr alle. Könnte man nämlich theoretisch den hier Triebwerke basteln lassen. Der bastelt das und der soll was anderes basteln. Wo er die alles braucht dafür. Zum Bleistift, weiß nicht. Sowas da. Sowas da, sowas da. Ja, die anderen gehen jetzt hier nicht. Gut, okay. Leute, so passt. So lassen wir es. Ihr wisst, was ich meine. So, jetzt bin ich fertig. So habe ich mir das vorgestellt. Der stellt jetzt Iridium her. Also die Iridiumstäbe. Der was macht halt dann irgendwas, was je nachdem was ich will, das ist mir egal. Die zwei sind nur dafür da, um aus denen was rauszunehmen. Weil der zum Beispiel braucht für das Triebwerk Uran-Uran-Ding, das geht sich aus. Das geht sich nur um die letzten zwei nicht aus, aber der geht sich aus. Der stellt zum Beispiel, eigentlich holt sich der nur den Iridiumstab daraus und die restlichen erreicht er. Das haut hin. Muss nicht sein, da muss man ein bisschen spielen, man könnte ihn auch auf die andere Seite stellen, aber man sieht ja, ich weiß ja, was ich brauche dafür. Ich weiß zum Beispiel, dass dieses Teil hier, weiß ich, okay, der will, ich will, dass der das macht. Dann braucht er Uran und Superlegierung, dann brauche ich nur schauen, dass Uran und Superlegierung nicht in die letzten zwei sind. Das Osmium. Und ein Ding, und ich weiß, das geht sich aus, passt. An der Stelle sind wir Triebwerke her, wenn es sich dann irgendwie ausgeht. Und ja. Also das finde ich jetzt schon sehr, sehr geil. Ja genau, und der muss jetzt wieder was nachbauen, dass er weiter kann. So. Ja, ich hoffe, der Baupart hat euch gefallen. Mir macht das immer total Spaß, so ein Baupart. Ich habe jetzt wieder überall 1000 Ressourcen, weiß nicht, wo ich damit hin soll. Muss ich mir jetzt irgendwas überlegen. Aber prinzipiell, das ist jetzt meine Base. Meine Farm-Base. Und ich hoffe, dass euch das genauso irgendwie taugt hat, das Rumtüfteln. Mir gefällt das auch mit den fliegenden Kasteln, sage ich es ehrlich, bin ich nicht ganz zufrieden. Bin jetzt auch nicht unglücklich damit, aber ganz zufrieden bin ich auch nicht. Ich hätte gern was Eleganteres gehabt, was vielleicht am Boden dastehen wird, aber wenn ich seitlich runtergehe, dann erwischen die nicht mehr alles. Das ist jetzt so eine Sache jetzt, ja. Mehr, ja, geht halt nicht. Jetzt, oh, das gehört noch weg, sorry, das ist zwecks Schönheit. Das muss weg. So, hübsches. Gut. Dann danke fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ihr einen anderen Baupart wollt, so, sagt, hey, Bodybase, mal das, dann baut das und das, oder wie geht das, schreibt es in die Kommentare. Ich werde mich bemühen, das hinzukriegen, weil ich ja gern, sehr gern, dieses Spiel hier zock. Probiere ich auch gern Herausforderungen aus. Das kriegen wir hin. Leute, ihr seid die Besten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abo, like, comment, nicht vergessen. Bis dann und ciao.